Instagram habe ich auch. Und ja, jetzt würde ich es gut finden, wenn noch Fragen sind. Wenn nicht, dann ist auch gut. Und zwar habe ich die Frage, mit welcher Mittelformatkamera du die letzte, also die letzte Serie, welche war das? Ja, Mamiya 7. Okay. Und die hast du, das war für dich ein Mehraufwand, als digital zu fotografieren? Ja, klar. Filme. Logisch, aber ich meine, also so einfach reportagemäßig ist auch ein größeres Gerät einfach so. Ne? Ja, ich meine, aber die Mamiya 7, die ist so handlich und so gut zu bedienen. Die funktioniert wie eine Leica mit einem Schnittbildindikator. Ist im Prinzip wie eine große Leica. Also die hat sogar ein Belichtungsmesser drin, das funktioniert super. Das Einzige, der Mehraufwand ist dann natürlich, dass du ein bisschen ein größeres Gerät hast auf jeden Fall und dass du Filme transportieren musst. Und ich hatte das Pech, dass ich in Katar auch verhaftet wurde. Und dann bei so einer Wohnungsdurchsuchung, die angedacht ist, dann ist es total schwierig, wenn da so 50 Filmrollen liegen, weil das ist schwer zu erklären und die können dann natürlich auch unter Umständen kassiert werden. Und dann ist sozusagen die ganze Arbeit futsch. Das ist natürlich immer so ein Risiko, was man hat, was, wenn man digital arbeitet, natürlich nicht hat. Okay, verstehe. Aber ich weiß nicht, wieso. Ich arbeite sehr, also klar, ich weiß genau wieso, aber ich arbeite sehr gern analog und ich sehe da auch viele Vorteile drin in meiner Arbeitsweise. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Jetzt gerade bin ich sozusagen, das letzte Thema, da arbeite ich in Angola am Diamantenhandel. Diamantenabbau, das Ganze fotografiere ich aber digital. Auch Mittelformat, aber digital, weil einfach das Risiko, nach Angola zu fliegen und Filme mitzunehmen, die da zu haben, ist einfach irgendwie schwierig. Welche Kamera hast du jetzt in Angola? Eine Leica S. Die große Leica halt. Mittelformat, ja, okay. Genau. Ist das Bild für dich anders, das Mittelformatbild? Habe ich gedacht. Ist es aber nicht. Also nicht? Das ist wieder von Leica gesponsert. Und ich habe denen gesagt, ich würde gerne die Reportage ungewöhnlicherweise mit einer Mittelformatkamera fotografieren. Und dann haben die gesagt, ja, okay, machen wir. Jetzt, um ehrlich zu sein, könnte ich das mit meiner 5D fotografieren. Und ich glaube, niemand wird einen Unterschied sehen. Okay, interessant. Die hat sogar ein 3:2 Format, was ich total Banane finde. Ja. Das ist die einzige, die 3:2. Ja. Die anderen haben wir noch 4:2. Ja. Da bewerben die auch besonders, halt da sagen, hier, 2:3. Ja, gut. Also in meinem Fall. Nee, weil das ist ja ein Unterschied zu der Mamiya, hast du ja wieder andere Bildsprache. 5x7, klar, total. Das ist ja eine völlig andere Bildsprache. Ja. Wenn man jetzt 2:3 bleiben will. Und genau, 2:3, genau. Wollte ich eigentlich eine ganz andere Ästhetik. Absolut, absolut. Ja. Und jetzt habe ich das sozusagen mit Leica verhackstückt, dass wir das so machen. Und jetzt mache ich das, ich ziehe das auch weiter so durch. Das heißt, wenn ich jetzt im Februar fliege, dann nehme ich die Kamera wieder mit. Das ist okay, aber wie gesagt, ich glaube für den Fall muss das nicht sein. Die ist natürlich brutal scharf und man kann bis in den letzten Winkel reinzoomen und das ist schon enorm. Das ist schon eine Leistung. Wenn ihr die S2 hast, die haben sie ja nochmal draufgehauen. Ne? Ich habe das letzte Modell, ich weiß nicht. Ja, das ist die S2, die ist nochmal mehr Pixel und Erfahrung. Ja, ja. Aber klar, dafür habe ich auch so ein Apparat, mit dem ich da durch den Busch renne und das... Also mich würde jetzt mal interessieren, die ersten zwei, hast du die Welt gesagt, die Pornoserie hast du Spiegel oder wer hat die Flüchtlingsgeschichte hat der Spiegel. Wie bitte? Die Flüchtlingsgeschichte. Ach genau, die Flüchtlingsgeschichte. So. Und wie hast du dann die anderen verkauft oder wie gehst du da so ran? Hast du das über einen Blog, dass die auch dann sagen, hey cool, das finden wir, das wollen wir kaufen. Jetzt zum Beispiel diese Katar-Geschichte oder auch die neue, wie gehst du da, wie das Ermann ist es ja, sagen wir mal, hast den Namen, dann ist so ein Selbstläufer, kann ich mir vorstellen. Ne? Dann nee, brauchst du nochmal anrufen, ne? Jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Nee, das ist es leider nie. Jetzt mit der Angola-Geschichte ist es super, weil da habe ich letztes Jahr den Stern Grant mitgewonnen, das heißt, die geben mir 10.000 Euro für die Produktion der Geschichte, was natürlich super ist, ich hätte es aber auch so gemacht. Was für mich noch viel schöner ist, ich habe die Geschichte verkauft und die ist im Heft und ich muss nichts dafür machen. Also das ist im Prinzip die beste Ausgangslage, die ich bis dato hatte. Die Leica, Entschuldigung, die Pornogeschichte war von Leica sozusagen im Auftrag. Die war angedacht, dass sie ins LFI kommt. Dann war sie denen aber zu explizit, selbst in der konservativsten Auslegung. Und dann hat sich das zerschlagen, was aber dann auch gar nicht so schlimm war. Und die Katar-Geschichte habe ich noch gar nicht gepitcht, weil ich die erst sozusagen
naja, die ist zwar jetzt ein halbes Jahr alt, aber mein letztes halbes Jahr war alles andere als Fotografie. Und dementsprechend bin ich mir noch gar nicht sicher, ob die fertig ist. Vielleicht fliege ich noch mal hin. Das weiß ich noch nicht. Und ich würde es erst dann pitchen, wenn die fertig ist. Und so gehst du dann auch mit, was das Thema Bildauswahl und so weiter betrifft. Das heißt, da sprichst du nicht mit den Redakteuren, sondern machst das alles selber dann? Nee, gar nicht. Du sagst, nicht. Dass die, ja, du weißt noch nicht, ob die fertig ist, da lässt du dir deine künstlerische Freiheit halt. In dem Fall klar, ja. So gehst du überhaupt, wenn du jetzt die Bildauswahl machst, so eine Serie. Ich meine, für dich, wenn du jetzt ein eigenes Projekt machen würdest, könntest du ja sagen, ja, machst du 20 Bilder, aber was jetzt so Redaktionen wollen, ja, eine ganz andere Zahl haben, ne? Klar. Oder sagst du hier, leg mal hin, sucht euch was aus. Ich war sogar schon bei Geo mit der Katar-Geschichte. Das stimmt gar nicht, dass ich die noch gar nicht gepitcht habe. Als ich dann letztes Jahr relativ häufig in Hamburg war wegen dem Grant, habe ich dem Lars die Geschichte, Lars Lindemann, auch gezeigt. Für Geo war das in dem Fall nichts. Aber klar, wenn ich mit einer Redaktion spreche, dann kriegen die erstmal tendenziell eine größere Bildauswahl. Weil man hat ja dann auch die Möglichkeit, die Geschichte in eine gewisse Richtung zu legen. Das machen die natürlich ganz gerne. Was mir jetzt so im Sinn schwebt, wäre zum Beispiel 11 Freunde. Dem werde ich das auf jeden Fall zeigen, weil das schon einen Fußballkontext hat. Und man kann die Geschichte auch viel fußballlastiger legen. Und von daher ist es ja ein relevantes Thema. Weltmeisterschaft 22 in Katar ist ja irgendwie ein Thema, ne, was ja auf ganz vielen Ebenen super spannend ist und auch kontrovers. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Abnehmer wäre in dem Fall. Aber nochmal kurz zurück zur Bildauswahl und zu diesen ganzen Sachen. Da ist es so, dass ich ich weiß nicht, ob ihr von der Photobus Society schon mal was gehört habt. Eine Sache, die Christoph Bangert ins Leben gerufen hat. Und da bin ich sozusagen mit Gründungsmitglied und habe da so einen speziellen Status, weil ich im Prinzip wie ein Student behandelt werde, aber kein Student mehr bin. Und das Schöne ist, da habe ich so einen ganz engen Draht zu ganz vielen Studenten, den Jungs von Docs Collective. Und das ist prima, weil da entsteht so ein Austausch. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, treffen wir uns und ich lege Bilder auf den Tisch und wir besprechen das. Oder ich fahre zu Christoph. Und also das ist sozusagen dann mein persönlicher Weg, wie ich meine Bilder sozusagen selektiere, weil das kann ich nicht so gut. Also, ja, das ist ja das, die Frage. Ja, ja, da bin ich nicht stark drin, absolut nicht. Analog hast du weniger, vielleicht aber digital. Das gut, ich weiß, was ein gutes und ein schlechtes Bild ist, aber jetzt irgendwie aus 400 Bildern 50 zu machen, das bin ich ein Krüppel, also das kann ich nicht. Das ist es. Ja, ja. Was mich einmal interessieren würde, ist, bis auf Hamburg, was ja mehr oder weniger ein Zufall war, sind ja alle deine Bildstrecken grundsätzlich bis jetzt, also die du uns gezeigt hast jetzt, im Ausland gewesen. Hat das einen speziellen Hintergrund? Warum ist immer das, ich sag mal, warum muss es das Ausland sein? Kann man nicht auch spannende Reportagefotografie in Deutschland machen? Gibt es da Beweggründe, Hintergründe zu? Das würde mich mal interessieren an der Stelle. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz einfach. Und das ist so ein bisschen der Traum meiner Jugend, die Welt zu sehen und dabei zu arbeiten. Ne? Das hat ja vielleicht der ein oder andere, der Fotografentraum so ein bisschen irgendwie. Ne? Und nach Möglichkeit realisiere ich das. Also wenn ich irgendwie ein Thema habe und das liegt im Ausland, dann freue ich mich. Sagen wir es mal so. Das heißt aber nicht, dass ich in Deutschland nicht fotografieren würde, überhaupt nicht. Und das ist nämlich auch ein super Ansatz, weil mit der Redaktion vom Spiegel habe ich so ein ähnliches Gespräch geführt. Die haben gesagt, wir brauchen deutsche Geschichten. Also es sind auch ganz viele Themen, die in Deutschland passieren, nur niemand macht es so richtig. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich auch Langzeitprojekte habe, die ich in Deutschland fotografiere, aber das fällt mir wahnsinnig schwer. Weil, wenn ich zu Hause bin, habe ich 1000 Sachen zu tun und habe nicht diesen Space, 3 Wochen am Stück mich nur auf das Thema zu konzentrieren. Das schaffe ich mir nicht, das rauszunehmen. Na, wenn ich hier bin, dann muss ich arbeiten, dann muss ich dies machen, 1000 Sachen. Ne? Und wenn ich im Ausland bin, dann arbeite ich wie eine Maschine. Dann stehe ich morgens auf und solange ich kann, fotografiere ich, bis ich schlafen gehe. Und dann geht das jeden Tag so. Und diesen Rhythmus, den schaffe ich nicht, national anzuwenden. Na, das ist so ein bisschen der Grund, ja. Danke. Du hattest gesagt, dass die Pornoproduzenten in den USA zunächst erstmal sehr reserviert und ablehnend waren. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Flüchtlinge nicht so besonders begeistert davon waren, jetzt fotografiert zu werden. Und auch die Leute in Rio, sowohl Polizei als auch die Bewohner der Favelas, stelle ich mir jetzt erst einmal sehr reserviert vor. Wie hast du es geschafft, Zugang zu den Leuten zu bekommen, damit sie dann doch mitwirken und sich fotografieren lassen? Ja, ist eine sehr gute Frage. Und gerade bei der Flüchtlingsgeschichte ist es ja auch
ein absolut berechtigter Einwand. Und ich glaube aber, dass durch meine Arbeitsweise und durch mein Wesen dieses Zusammenspiel erzeugt bei meinen Protagonisten das Gefühl, dass ich vertrauenswürdig bin. Und genau bei dieser Flüchtlingsgeschichte ist ja auch Folgendes passiert. Leute sind nach Lesbos geflogen, haben sich mit ihrem Teleobjektiv auf den Berg gestellt und haben Leute fotografiert, die mit den Booten ankommen. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn man einer von denen ist. So, ich habe ja nichts anderes gemacht, als die Flüchtlinge. Ich habe nirgendwo mein Perso rausgeholt, habe gesagt, sorry, diese Grenze muss ich nicht nehmen, ich gehe den anderen Weg. Ich bin immer mit dem Strom gegangen. Also das heißt, alle haben gemerkt, dass ich da kein Schauspiel veranstalte, sondern dass ich das dokumentiere, was passiert. Und so ist es dann relativ schnell immer dazu gekommen, dass die Leute mir vertraut haben und dann das gut fanden, dass ich da war. Und in ganz vielen Fällen konnte ich ja auch helfen und konnte Zugpläne lesen, konnte mit dem Schaffner sprechen, konnte irgendwas machen, was auch immer. Ne? Und so hat sich dann so eine Dynamik entwickelt, dass ich ein Teil von denen war und nicht ein Externer. Also immer war ich ein Externer, aber ich war nicht gefühlt ein Fremdkörper, sagen wir so. Ne? Und in Rio war ich eine lange Zeit, da war ich 3 Monate. Das heißt, da habe ich mich rangetastet über diesen Zeitraum und habe dann auch sozusagen auf diesem Weg plus mein Portugiesisch, also hätte ich das nicht gemacht im Vorfeld, dann hätte das überhaupt nicht funktioniert. Ne? Gerade mit dem Militär, das war super schwierig, mit denen sozusagen zu arbeiten, weil die haben mich echt stramm stehen lassen. Wochenlang. Die haben gesagt, Felix, morgen 9 Uhr da sein. Das hieß für mich aber mit dem Zug eine Stunde fahren, wirklich in eine total schwierige Gegend. Und um 9 Uhr sagen, ja, sorry, heute nicht, komm halt morgen nochmal. Und das haben die dann über Wochen gemacht. Und für mich war das aber so essentiell wichtig, dieser Teil der Arbeit, dass ich da nicht locker gelassen habe. Und am Ende haben die sich wohl gedacht, okay, den wären wir anders nicht los. Der muss hier irgendwie, ne, mitmachen. Also Brasilien war, in jedem Land hat das so seine Schwierigkeiten. In Brasilien war das extrem, weil die Bürokratie da ist enorm. Man braucht für alles eine Genehmigung. Und auf der anderen Seite sind die Leute nicht sehr zuverlässig, wenn es um Verabredungen oder Termine geht. Also das ist eine Mischung, die ist katastrophal. Ne? Ja, und mit der Pornogeschichte war das Gute, dass ich diesen Protagonisten hatte, der dann mir im Prinzip die Tür geöffnet hat für diese Industrie. Der hat dann gesagt, ey, ich habe jetzt den Fotograf aus Deutschland hier, der ist okay, kann der mal dahin kommen, kann der mal dahin kommen. Und so habe ich dann sozusagen die Möglichkeit gehabt, ganz viele verschiedene Leute kennenzulernen, ganz viele verschiedene Sets zu besuchen. Okay, eine Frage. Du sagst, das sind freie Arbeiten, die sind in deiner Freizeit entstanden, also in deinem Urlaub, oder ist das schon die Hauptbeschäftigung? Weil auch die Frage natürlich 2013 oder 2014, als du hier in Köln keinen Job hattest, was hast du da gemacht? Also ja, ich habe immer gearbeitet, also ist nicht so. Was für Jobs? Ja, alles um Geld verdienen, ne? Klar. Also das hat auch dann mal nichts mit Fotografie zu tun gehabt, eine ganze Zeit lang. Du musst diese Projekte musst du quasi vorfinanzieren, du musst dafür arbeiten, solange dass du eben die Das ist so ein bisschen so eine Mischung. Und ich glaube, das ist das einzige Konzept, was da aufgeht, dass man querfinanziert. Und eine freie Arbeit, die trage ich auf meine Kosten, wenn es nicht anders geht. Also, ne, ich habe ja gerade gesagt, der und der hat da so ein bisschen was zugesteuert. Und mittlerweile verdiene ich mit der Fotografie so viel Geld, dass ich davon was nehmen kann und das in solche Projekte stecken kann. Ne? Und Freizeit ist jetzt, stimmt ja nicht, weil ich bin Fotograf. Also wenn ich dahin fliege, um zu fotografieren, dann arbeite ich ja. Ne? Also das ist kein Urlaub, also auf gar keinen Fall. Naja, ja, klar, ich verstehe schon. Ich habe auch noch eine Frage. Wenn du jetzt das als Reportage verkaufst, einem Magazin, da gehört ja auch Text dazu. Wo kommt der Text dann her? Kommt der auch von dir oder macht das dann jemand von dem Magazin, schickt nochmal jemand hin? Das kann ja nicht funktionieren dann, oder? Auch so divers, wie es nur sein kann. Also gerade bei der Flüchtlingsgeschichte war ja mein Erlebnis und meine Stimme war ja super wichtig. Das heißt, im Spiegel habe ich stundenlang gesprochen und das haben die dann sozusagen in ein Interview oder in einen Text dann umgemünzt. Jetzt die Angola-Geschichte, da ist ein schreibender Journalist mit nach Angola geflogen und hat die Geschichte vor Ort sozusagen geschrieben. Ne? Und sonst schreibe ich schon immer ein bisschen was. Also auch wenn ich das nicht gerne mache, hilft das. Ich schreibe immer mindestens ein Intro, irgendwie ein paar Sätze, worum es geht.
damit man eine Verortung hat und so ein bisschen ins Thema eingeführt wird. Klar, das mache ich dann natürlich auch, wenn ich die Geschichte irgendwo pitche, dann ist der Text immer dabei. Weil, ja, gerade wie so eine Geschichte wie Katar, die braucht noch ein paar Hintergrundinformationen, damit sie spannender wird. Oder damit der Betrachter das verorten kann. Also, ne, das macht schon Sinn. Und das mache ich dann im Zweifel auch, ja. Danke. Zurück zu den Favelas. Ja. Da hast du, glaube ich, einen ziemlich wichtigen Satz gesagt als Fazit. Dass du dir angefangen hast, Gedanken zu machen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Das Ganze, der Beruf des Fotografen. Zum Beispiel, du schienst ja im Zweifel zu sein. Ja, absolut. Jetzt, was hat dich dazu gebracht, Fazit zu ziehen, es lohnt sich? Und was hat dich zweifeln lassen? Naja, also wie gesagt, das Zweifeln lassen hat mich, dass ich sozusagen mit der Motivation aus der Uni gekommen bin, jetzt geht's los. Aber es ging nicht los. Ja? Ich habe gedacht, hier ist meine Arbeit, ich habe jetzt hier eine gute Arbeit hingelegt, warum ruft mich denn keiner an? Warum schreibt mir keiner eine E-Mail und bucht mich für irgendeinen Job? Ist nicht passiert. Und das ist dann so ein bisschen der Vorwurf, den ich mir selber machen muss, aber auch der Hochschule, weil man wird dann nicht so richtig auf den Berufsalltag vorbereitet. Zumindest in meinem Fall war das damals so. Ich glaube, heute ist es ein bisschen besser. Und das hat mich dann so zweifeln lassen aus den folgenden Gründen. Man investiert Geld, Zeit und nimmt ein Risiko auf sich, um so eine Arbeit zu projizieren. Und am Ende, wofür? Ne? Am Ende bist du vielleicht sogar noch im Minus oder irgendwas Blödes passiert hier. Ne? Und das hat mich dann wirklich so eine lange Zeit zweifeln lassen, bis ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich das ja aus einem guten Grund damals für diesen Weg entschieden habe. Also ich habe ja schon irgendwie fotografiert, als ich, keine Ahnung, Teenager war. Und da ist ja dann diese Idee und diese Vision eines Fotografenberufs entstanden. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich mir sozusagen, da war ich dann so Anfang 30, da habe ich mir gedacht, das geht nicht, dass du nach jeder Serie alles wieder hinterfragst. Ich habe mir gesagt, bis du 35 bist, machst du. So gut du kannst. Deswegen habe ich auch so viel produziert. Und habe mir diese 5 Jahre erstmal genommen, um nicht nach jeder Serie und nach jedem Monat wieder Resümee zu ziehen und zu gucken, ist es gut, ist es schlecht. Und ich habe gedacht, wenn ich 35 bin, dann entscheide ich mich, ob ich das weiterführe oder nicht. Und jetzt bin ich seit 2 Monaten 35 und sage, ja, ich mache es weiter. Na? Anschlussfrage direkt in dem Kontext. Du sprachst von kein Stil quasi als Prinzip. Gleichzeitig hast du beschrieben, wie du für eine Reportage quasi eine innere geistige Architektur baust. Sprich, du überlegst dir, das hätte ich gern grafisch, das hätte ich gerne in Farbe, das hätte ich gerne mit einer nicht vorhandenen Handschrift. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du deine Architektur abgleichst, die du im Kopf hast, mit der Situation, der du da vor Ort konfrontiert bist. Mhm. Meine Frage, wie lange bleibst du bei der Architektur? Wann lässt du dich von der ablenken? Durch das sozusagen nach dem Motto, Leben ist das, was einem dazwischen kommt, während man selbiges plant. Bis jetzt muss ich noch nie von meiner Idee abrücken. Also ich habe alle Serien so umgesetzt, wie ich sie geplant habe. Ne? Und ich bin da aber auch nicht so steif. Also ich habe eine Idee und ich weiß ungefähr, okay, Katar, das stelle ich mir grafisch vor, das stelle ich mir bunt vor. Na? Mehr ist es erstmal gar nicht. Und dann suche ich meine Bilder in diesem Finder irgendwie. Aber das ist jetzt nicht, dass ich dann da bin und denke, ups, das funktioniert so überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen muss ich jetzt zurückfliegen und eine andere Kamera holen. So ist es nicht. Ja, aber es ist ja ein relativ eingeschränkter Ansatz, sage ich jetzt mal provokativ, für einen Bildjournalisten, die Welt als Wille und Vorstellung umsetzen zu wollen. Hm. Ja, oder? Das ist es ja immer. Also, bleiben wir bei Katar, wenn ich jetzt zurückkomme, nehme ich mir ja nicht raus zu sagen, das ist Katar. Das ist ein kleiner Blick, mit dem der Betrachter vielleicht eine Idee von Katar bekommt. Deine Idee von Katar. Auch das. Ne? Das ist eher so, dass ich mir die Technik danach aussuche, dass ich sage, okay, ich habe die Idee, dass ich das gerne ästhetisch so aufbauen würde mit folgenden Charakteristika. Welche Kamera passt dazu? Und dann nehme ich die Kamera aus dem Schrank oder hole mir die sonst woher
und fliegt damit los und macht das. Und das heißt ja nicht, dass man mit einer M7 Reportage gar fotografieren könnte. Das ist ja kein Problem. Das ist ja nur ein Stück Technik irgendwie. Aber ich nutze sie dann so, wie ich es mir das vorgestellt habe. Wenn es denn anwendbar ist. Und bis jetzt war es immer so anwendbar. Also der einzige Moment ist jetzt Angola so ein bisschen gewesen, wo ich mir gedacht habe, der Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Von meiner technischen Vorstellung zum fertigen Bild. Aber bis jetzt ist der Plan immer ganz gut aufgegangen. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Ich wollte gerne noch mal darauf, auf diesen wirtschaftlichen Aspekt kommen, was du vorhin gesagt hast, ne, dass du mit dir und deiner Berufswahl quasi gehadert hast und jetzt, ja, hast du gerade gesagt, gewissermaßen deinen Frieden gemacht hast und gesagt hast, jawohl, ich mache das weiter, auch mit 35,2 Jahren. Mhm. Also mich würde jetzt, ich will jetzt nicht wissen, was die Redaktion dafür gezahlt haben oder so, aber mich würde sozusagen dein Fazit interessieren, wenn du jetzt einem jungen Absolventen gegenüberstehst und der sagt, ich will auch Fotojournalist werden, wie du diesen Markt oder diese Welt, diese Zukunft einschätzt. Ja, ist jetzt ja auch schwierig, weil ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung habe, aber ich würde sagen, wenn man das will, dann schafft man das. Und da ist ein Weg. Und man muss ja nicht nach Rio fliegen, wenn man nicht die Mittel dafür hat. Also da muss man sich ja auch nichts vormachen. Dahin zu fliegen und 3 Monate zu leben, das kostet Geld. Auf jeden Fall, das kostet Geld. Ja. Und wenn man diese Mittel erstmal nicht hat, dann findet man auch eine gute Arbeit, die man hier regional oder sonst wo anwenden kann und die man gut fotografieren kann. Also David wird das wahrscheinlich bejahen. Ja, absolut. Auf jeden Fall ein Mikrofon. Ja. Also, du sagtest ja auch schon, die Magazine suchen ja deutsche Geschichten. Die suchen absolut deutsche Geschichten. Also über den Tellerrand, aber dieses Arbeiten im Ausland oder auf Reisen ist natürlich viel purer. Und das ist natürlich, wie du sagtest eben auch, man hat keine Ablenkungen, man kann sehr viel intensiver an einem Thema arbeiten, man ist viel näher an den Menschen. Das kann man aber auch in Deutschland machen, wenn man in Köln wohnt und sich in München was sucht, dann hat man das Gleiche. Ja. Oder wenn man nach Castrop-Rauxel fährt, also und nicht mehr abends nach Hause, das geht dann auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, man muss was finden, man muss sich wirklich auch, glaube ich, für das Thema und die Menschen auch sehr interessieren. Also ich denke mal, das ist so wie bei dir und wie bei anderen Menschen, die Langzeitprojekte haben, dass es gibt sogenannte Muss-Themen, die macht man dann einfach ungeachtet, ob man einen Auftraggeber hat oder ob der Stern das vielleicht haben will oder jemand anders, weil man einfach sagt, ich möchte diese Geschichte erzählen. Und dann gibt es diese Kann-Themen, kann man machen, muss man aber nicht, da kriegt man vielleicht einen Auftrag für oder auch nicht. Aber das ist einfach auch für einen Fotografen einfach viel erfüllender, eine eigene Arbeit zu machen, die man ungeachtet von Deadlines oder Auffassung von Bildredakteuren durchzieht, als jetzt einen kleinen Job zu machen, wo dann einfach die Bilder in irgendeinen Kontext gestellt werden, weil er gerade passt. Und, ja. Absolut. Also abschließend würde ich sagen, wenn man jetzt irgendwie in dieser Situation sich befindet, dass man Fotograf werden möchte und das vielleicht studiert oder studiert hat, dann muss man einfach am Ball bleiben und es wird sich eine Tür auftun. Das ist mein Credo und bis jetzt ist es immer aufgegangen. Also man muss einfach viel arbeiten, man muss viel Klinken putzen, weil es ist nicht der Moment, wo jemand anruft und sagt, wir brauchen dich jetzt. Und das muss man sich ja auch noch mal vor Augen halten. Wenn der Stern jetzt eine Geschichte in Kolumbien hat, dann fragen die nicht mich, dass ich dahin fliege. Das machen die nicht mehr. Die suchen sich einen Fotografen in Kolumbien, der das fotografiert. Und der macht das genauso gut. Ne? Deswegen muss man sich so ein bisschen diese... Also der Job des Fotografen ist ja super dynamisch und da verändert sich ja auch ständig. Und ich glaube, das sind so Dinge, darauf muss man sich einfach anpassen. Und man muss, und das merke ich jetzt, man muss sich die Zeit dafür nehmen, freie Projekte zu bearbeiten. Ich glaube, das ist super wichtig, weil das ist... Ich habe das so gelernt im Studium, das sind deine Visitenkarten. Ne? Freie Arbeiten. Damit zeichnest du dich als Fotograf irgendwie aus und kannst sagen, ich habe was Neues, ich habe was Neues, ich habe was Neues. Und ich finde das schon wichtig, dass man das macht. Ich sage nicht, dass man ins Ausland fliegen muss, absolut nicht. Man findet überall spannende Themen, die man fotografisch gut bearbeiten kann. Ja, und wenn man dann noch das Glück hat, dass man ein freies Projekt im Nachgang verkauft, umso besser. Ne? So würde ich sagen. Und an der Stelle springe ich mal rein. Erst einmal vielen, vielen Dank, Felix. Ja, danke. Dankeschön, dass du so lange für uns da warst und uns all das erzählt hast, was du uns erzählt hast. Schon ganz schön faszinierend, was du alles erlebt hast auf deinen Reisen. Ich hoffe, dass du es weitermachst. Ja, absolut, ja. Ich
Und wir werden jetzt garantiert noch Zeit haben, uns weiter mit dir zu unterhalten, hier im kleinen Kreis. Jetzt hat uns das Thema gerade dahin gebracht. Deswegen habe ich jetzt an der Stelle noch für die Menschen hinter der Kamera einen kleinen Plug. Und zwar das letzte Thema, Fotojournalismus und ob und wie man davon leben kann, ist auch Thema im allerersten Open Table Podcast mit Lars Lindemann, den du eben gerade schon angesprochen hast. Und der hat da, glaube ich, eine Nachricht, die so ein bisschen einem die Romantik der ganzen Sache nimmt, aber die ich, als ich sie gehört habe, und das werdet ihr auch im Open Table Podcast hören, wirklich ein bisschen die, ich saß zwar, aber es hat mir doch ziemlich die Füße weggezogen. Insofern, reinhören, der erste Open Table Podcast wird wahrscheinlich mit der Veröffentlichung dieses Videos auch online gehen, vielleicht plus minus ein, zwei Tage. Mal reinschauen, es wird bestimmt bei Querfeld eingenannt und im Zweifel unter open-table.foto mal reinschauen. Es bleibt spannend oder im klassischen Podcast Medium eures Vertrauens, also Apple Podcast, Spotify und Co. Mal reinschauen. Danke an die Welt da draußen, danke euch, danke dir. Abschalten. Applaus